Hi, mein Name ist Leslie und ich bin 17 Jahre alt. Hebt eure Hand, wenn ihr euch gerne Blogger anschaut. Denkt ihr auch, dass es der coolste Job ist, den jeder haben will? Deshalb ist das Internet heutzutage voll von allen möglichen Blogs, Vines und Streams. Und manche Blogger machen echt uncoolen Blödsinn, um berühmt zu werden. Wie ich das alles weiß, abonniert den Kanal und hört euch meine Geschichte an, um es herauszufinden. Ich wurde in eine gewöhnliche, arme Familie geboren. Wir hatten nur genug Geld für das Mindeste, also konnten wir uns nie irgendeinen Luxus erlauben. Ich bin zu einer unbedeutenden Schule gegangen und würde es offensichtlich nie in die Ivy League schaffen. Das Einzige, das nach dem Abschluss auf mich gewartet hat, war ein Job als Kellnerin in einem nahegelegenen Fastfood-Restaurant. Ich verstand das und war deswegen nicht wirklich verärgert, weil all meine Freunde in genau derselben Position waren und verstanden, dass sie definitiv nicht das goldene Ticket im Leben ziehen würden. Eines Tages sah ich ein paar Typen nach der Schule in einem Sportbereich. Sie haben etwas gefilmt. Ein gut aussehender Typ stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich fragte mich, was dort vor sich ging und trat näher heran. Es stellte sich heraus, dass sie ein Video für den Blog des Typen filmten. Sein Name war Johnny und er hatte seinen eigenen Kanal, auf dem er alle möglichen unglaublichen Videos postete. Er hatte bereits ein ganzes Team, das die gleichen Interessen teilte und ihm dabei half, sie zu filmen. Ich habe ihm bei der Arbeit zugeschaut und dachte, es sei echt cool. Etwas Neues in meinem trostlosen Leben. Ich wollte auch mit ihm abhängen. Als Johnny das hörte, lächelte er und sagte, »Warum nicht? Ich bin immer auf der Suche nach kreativen Leuten, besonders wenn sie so süß sind wie du.« Das war schön zu hören. Und so landete ich in Johnnys Team. Wir haben verschiedene Videos aufgenommen und das Ganze hat mich von Tag zu Tag mehr fasziniert. Ich fing an, immer öfter in seinem Studio herumzuhängen und habe viele Unterrichtsstunden verpasst. Natürlich haben meine Eltern bemerkt, dass ich angefangen habe, weniger zu lernen und sie wollten mich zur Besinnung bringen und über meine Zukunft nachdenken. Aber ich dachte darüber nach, aber da war eben kein Platz für Lernen, sondern nur für moderne und coole Hobbys. Ich war entschieden, ein Blogger zu werden, weil es der einzige Weg für mich war, um etwas in meinem Leben zu erreichen. Doch plötzlich bemerkte ich, dass Johnny irgendwie irritiert und nervös wurde. Es stellte sich heraus, dass er Geldprobleme hatte. Schließlich brachte sein Kanal überhaupt kein Einkommen und er brauchte Geld, um neue Videos aufzunehmen. Ich konnte ihm damit natürlich nicht helfen. All die anderen Leute in seinem Team konnten das auch nicht. Schließlich war alles, was wir hatten, unsere Begeisterung. Eines Tages saßen wir in seinem Studio und haben versucht herauszufinden, wie wir das Problem lösen konnten. Mit unserem letzten Geld haben wir eine riesige Pizza bestellt und Johnny startete einen Online-Stream in der Hoffnung, dass ihm jemand im Publikum einen Ausweg aus seiner Situation zeigen konnte. Und das passierte auch. Johnny hatte bereits alle Hoffnung aufgegeben, als er plötzlich eine Nachricht im Streamchat sah. Jemand im Publikum hatte geschrieben, »Alter, die Pizza ist echt riesig, ich wette $100, dass du die nicht alleine aufessen kannst.« Johnny dachte darüber nach. Natürlich würde es schwer für ihn werden, eine so riesige Pizza allein zu essen, aber er könnte 5 solcher Pizzen für $100 kaufen. Also nahm er die Wette an und fing an, Stücke in seinen Mund zu stopfen. Wir waren überrascht und wollten sehen, ob er alles alleine essen konnte. Nach ein paar Minuten war die Schachtel leer. Johnny stöhnte und sagte, sein Bauch würde jeden Moment platzen. Der Zuschauer, der die Wette vorgeschlagen hatte, schrieb Johnny, dass er gewonnen hatte und spendete ihm sofort $100. Wir waren so froh. Doch Johnny war am glücklichsten. Schließlich haben alle seine Online-Zuschauer die ungewöhnliche Wette mitverfolgt. Sie fingen auch an, ihn darum zu bitten, verrückte Dinge zu tun und versprachen Sponsoren für seine verrückten Ideen zu werden. Da erkannte Johnny, wie er Geld mit seinem Blog verdienen konnte. Seitdem hat er alle möglichen unglaublichen Stunts und Pranks für Geld ausgeführt. Er schlug vor, dass das Publikum auch zahlt, um ihm in seiner Kleidung in einem Springbrunnen baden zu sehen. Oder in eine Mülltonne zu steigen. Oder nackt durch ein Kaufhaus zu rennen. Seine Streams fingen an, viele Views zu erhalten und sie brachten Johnny gutes Geld ein. Er war unglaublich cool und mir gefiel es, immer mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Ich war absolut begeistert von seinen verrückten Ideen. Irgendwann entschied ich mich dazu, gar nicht mehr zur Schule zu gehen. Warum musste ich all das nutzlose Zeug überhaupt wissen? Ich sah schließlich zu Johnny auf und er hatte nie seinen Highschool-Abschluss gemacht, aber wurde trotzdem ein cooler Blogger und verdiente viel Geld. Ich würde dasselbe tun. Also sagte ich meinen Eltern morgens, ich würde zur Schule gehen und rannte dann sofort zu Johnnys Studio. Eines Tages haben sie natürlich herausgefunden, dass ich sie anlog. Sie fing an, mit mir zu schimpfen und sagten, ich würde mir meine Zukunft verbauen.
Ich sagte, ich wüsste, was ich mit meinem Leben anstellen wollte. Und dafür bräuchte ich keine Schule. Wir hatten deswegen einen riesigen Streit am Abend und ich ging in mein Zimmer. Mit der Zeit wurden Johnnys Videos immer verrückter und mutiger. Er fing an, Passanten auf der Straße Streiche zu spielen. Einmal verkündete er während eines Streams, dass er die erste Person, die er sehen würde, mit Farbe beschütten würde, wenn das Publikum einen bestimmten Betrag spenden würde. Sein Publikum wollte das so sehr sehen, dass sie schnell anfingen zu spenden. In dem Moment fragte ich mich zum ersten Mal, ob das nicht alles zu viel wurde. Als ich Johnny von meinen Bedenken erzählte, lachte er und sagte, das wäre erst der Anfang. Und je peinlicher das Video war, desto mehr würden seine Zuschauer ihm zahlen. Deshalb überfiel er einen willkürlichen Passanten und übergoss ihn mit einem Eimer Farbe. All das wurde live in Johnnys Stream ausgestrahlt. Und nach dem Prank lachten Johnny und sein Team und rannten davon. Ich blickte zu dem verwirrten Mann in seinen ruinierten Anzug und er tat mir plötzlich leid. Ich würde nicht wollen, dass jemand mir das eines Tages in der Zukunft antun würde. Ich entschied mich dazu, dem Mann zu helfen. Ich reichte ihm ein paar Taschentücher und half ihm, die Herrentoilette zu finden, in der er sich sauber machen konnte. Er bedankte sich und ging. Mit der Zeit hörte Johnny ganz auf, in seinen eigenen Videos aufzutauchen. Stattdessen brachte er Leute aus seinem Team dazu, dumme Sachen an seiner Stelle zu machen und er filmte das Ganze nur und unterhielt sich mit seinem Publikum. An einem Tag wie diesem kam ich ins Studio. Er sah mich und sagte fröhlich, »Oh, sie wird unseren nächsten Prank ausführen.« Ich verspannte mich ein wenig. Was hatte er jetzt wieder vor? Johnny sagte zu seinem Publikum, dass wenn sie eine bestimmte Summe spenden würden, ich ein fremdes Auto fahren würde. Was? Das ging zu weit und ich sagte sofort nein. Doch Johnny wurde ganz ernst und sagte wütend, du bist schon seit Monaten bei uns und trotzdem tust du nichts. Es wird endlich Zeit, dass du dich nützlich machst. Das Publikum fing an, negative Kommentare über mich in den Chat zu schreiben, also musste ich zustimmen. Sie sammelten schnell den Geldbetrag, um den Johnny gebeten hatte und dann gingen wir los, um das Video aufzunehmen. Johnny wählte das erste Auto, das er in der Nähe des Kaufhauses sah und zeigte darauf. Der Fahrer war gerade in das Kaufhaus gegangen und hatte die Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich sprang schnell in das Auto und fuhr los. In dem Moment verstand ich überhaupt nicht, was ich da tat und noch wichtiger, warum. Ich schätzte, ich wollte die Zuschauer nicht enttäuschen, die mir in dem Moment zusahen. Johnny fuhr in seinem Auto neben meinem her und filmte mich für seinen Stream. Wir waren ein paar Straßen gefahren, als ich plötzlich eine Polizeisirene hinter mir hörte. Oh nein, nicht das! Es schien, als würde ich echt Ärger bekommen. Ich erkannte, dass ich nicht hätte tun sollen, was Johnny von mir verlangte. Er rief mir aus seinem Auto zu, dass ich nicht anhalten sollte, weil dann die Anzahl seiner Zuschauer wachsen würde. Ich wollte keinen Ärger bekommen, also wollte ich die Polizei auch abhängen. Aber ich konnte nicht besonders gut fahren, weshalb mich das Polizeiauto irgendwann einholte und mir den Weg blockierte. Ich musste anhalten. Sobald ich ausstieg, ergriffen mich die Polizisten und verhafteten mich. Oh, bitte nicht! Ich sah, wie Johnnys Auto neben mir anhielt und er überrascht aus dem Fenster blickte. Johnny, hilf mir, rief ich. Doch er sagte der Polizei nur, dass er mich zum ersten Mal sah und fuhr davon. Er hat mich zurückgelassen. Ich konnte nicht glauben, dass das wirklich passierte. Ich will einen Anwalt, war alles, was ich sagen konnte, bevor sie mich in ein Polizeiauto setzten. So landete ich an der Polizeistation. Ich wusste nicht, was als nächstes passieren würde. Ich hatte Angst und fühlte mich hintergangen. Ich konnte nicht glauben, dass ich so viel Zeit mit diesem Schurken Johnny verschwendet hatte. Ich wollte nicht wie er sein. Doch es war zu spät. Ich hatte mir mein Leben bereits ruiniert. Nach einer Weile kam ein Polizist und sagte mir, dass der Anwalt, um den ich gebeten hatte, auf mich wartete. Ich ging in den Meetingraum, um ihn zu treffen. Als ich ihn sah, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Der Anwalt stellte sich als der Mann heraus, den Johnny mit Farbe übergossen hatte. So ein Zufall. Und er erkannte auch mich. Plötzlich erkannte ich, dass die Dinge echt schlecht um mich standen. Schließlich würde sich der Anwalt rächen wollen und sicherstellen, dass ich hart bestraft wurde. Doch er lächelte plötzlich und sagte, du scheinst dich auf die falsche Gruppe eingelassen zu haben, aber du hast immer noch Mitgefühl und moralische Grundsätze. Also werde ich dir helfen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich war, die Chance zu haben, alles in Ordnung zu bringen. Der Anwalt sagte, er würde sich mit dem Besitzer des Autos einigen und ich würde nicht verklagt werden. Er würde alles richten und ich wäre bald schon raus aus der ganzen Sache. Am nächsten Tag trafen mich meine besorgten Eltern vor der Polizeistation. Der Anwalt schüttelte mir die Hand und sagte, ich sei ein guter Mensch, der nur etwas verwirrt war. Aber ich würde von der ganzen Geschichte lernen und zu einer besseren Person werden. Natürlich entschuldigte ich mich bei meinen Eltern dafür, dass ich nicht auf sie gehört und ihren Rat ignoriert hatte.
Ich ging zurück zur Schule und fing wieder an zu lernen. Ich hatte Johnny oder seine Leute seitdem nicht mehr gesehen. Ich finde ihn jetzt so unangenehm, dass ich nicht einmal seinen Kanal anschauen will. Ja, vielleicht werde ich nach der Schule bloß eine gewöhnliche Kellnerin. Aber das ist mir immer noch besser, als wie dieser skrupellose Blogger zu sein. Meine Geschichte ging gut aus, aber wisst ihr, was mich am meisten überrascht? Sind wirklich so viele Zuschauer im Internet bereit, sich all diese widerlichen Dinge anzuschauen, die gierige, zynische Blogger bereit sind zu tun? Noch dazu zahlen diese Zuschauer gerne dafür zuzusehen, wie gewöhnliche Leute gemobbt werden. Das brachte mich zum Nachdenken darüber, wer schlimmer war. Ein Blogger, der allen möglichen Unsinn filmte, oder die Zuschauer, die dafür bezahlten? Ich hoffe, unter euch gibt es keine Fans von sinnloser Gewalt. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Schließlich hoffe ich, dass es mehr gute als schlechte Menschen auf der Welt gibt.